So, da sind wir schon bei der letzten Aufgabe, wo ich das Video noch nicht hochgeladen habe, nämlich verbrauche Früchte, Pilze oder instabile Sofortgegenstände. Also, wie gesagt, man kann es eigentlich in jedem Modus machen. Ihr wisst, denke ich mal, alle, um was es geht. Ich werde es jetzt trotzdem noch mal zeigen. Was machen wir denn? Mama Arena. Vielleicht kriege ich nämlich noch gleichzeitig einen Automat, der mir nämlich auch noch fehlt, zwei Stück. Ach Gott, die Zeit wird immer länger. Kein Wunder. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so am Längen zur Zeit oder liegt es eventuell an meinem Rechner? Aber ich habe eigentlich keine Datenverluste. Auch jetzt gerade bei der Aufnahme. Ich habe eine CPU-Auslastung von 2,2%. Mal gleich auch drauf achten, wenn ich das Spiel laufen habe. So, wie gesagt, ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich, Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, würde mich echt freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Wie gesagt, Support ist kein Mord. Und wenn du öfters nach Fortnite-Aufgaben suchst, wirst du mich auch öfters finden. Also, wenn du dann noch 10 Euro gewinnen willst, lass gerne ein Abo da. So. So, jetzt bin ich im Spiel. Ja, jetzt habe ich CPU von 2%. Immer noch 2%, obwohl es gerade geleckt hat. 2,2%. Also alle, die mal aufgenommen haben mit OBS. CPU-Auslastung geht nicht hoch. Dann. Oder ich muss halt wirklich mal nach den Videoeinstellungen gucken, dass ich vielleicht zu hoch am Aufnehmen bin. Aber da muss doch eigentlich die CPU hochgehen. So, wir gehen auch direkt runter zu dem Block. Gucken, ob ich. Ich muss gleich echt danach gucken. Weil dadurch ist das Spiel mit Aufnahme anscheinend gerade nicht wirklich spielbar. Wie ihr seht. So, ist hier ein Automat? Ja. So, es geht aber auch gleichzeitig um die Pilze und alles. Die werden wir uns aber hier hinten holen. Wo fliegt er hin? Ja, die holen sich alle die Baumaterialien. Ich probiere direkt hochzugehen und dann hier dem Ganzen mal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe nicht geguckt, was ich wiederhole. So, keiner sieht mich. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. So, wir suchen blaue Pilze. Und die sind safe. Sind hier welche? Nein. Ach, ein Lama. Wir haben ein Lama. Sind hier Pilze? Nämlich immer, wo Bäume sind. So, erstmal das Lama öffnen. Och, er streichelt es, wie süß. Es nervt immer so, dass da keine Dings drin sind. Jetzt hoffe ich, hier macht kein Auge. Hol ich mir übrigens mal die MP mit. Sind hier denn nirgendwo Pilze? Und ihr wisst ja bestimmt, die Kokosnüsse kann man auch essen. Aber hier ist nicht ein. Hallo, Leck des Todes. So, die beste. Sorry, die beste Ecke ist halt hier an der Hütte. Also da findet ihr, ich glaube, 5, 6 Stück. Wie ihr wisst ja aus der alten Wochenaufgabe, wo auch, ich glaube, die hieß auch Pilze oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Mal, wir werden jetzt wohl hier einen Pilz finden. Das hier ist doch jetzt gerade ein Scherz. Wir finden hier nicht einen Pilz. Das Einzige, was wir finden, ist ein Spiel, was leckt. So, alles ist anders da. Gehen jetzt hier hoch. Und gehen wir wirklich an dem Platz, wo es safe weiß, dass immer welche sind. Wenn sie. Hallo. Wir sind noch da. So, wir gehen hier außen rum. Hoffen, dass uns keiner sieht. Hier unten kann ich jetzt gerade auch keine sehen. Ja, lass mich ruhig vorbei. Ach ne, das ist ja hier. Ich bin ja noch eins zu weit. Oh. Din, din, din. Na komm schon.
Haben die irgendwie Pilze aus dem Spiel geholt oder was? Ich könnte schwören, hier wären immer welche gewesen. Aber wir gucken weiter. Wo ihr natürlich auch landen könnt, wo immer welche sind, ist hier, wo der alte, die alte, sag schon, Sporthalle war. Also da sind die unbekannten bzw. die halb verschwundenen Dinger da zu finden. Wenn ihr die aufnehmt, habt ihr natürlich auch die Aufgabe genommen, steht ja auch da. Aber ich will jetzt blaue Pilze haben. Ah, da sehe ich schon mal einen. Drei Stück brauchen wir. Also wie gesagt, wenn ihr hier landet, direkt hier, ist halt wie bei der alten Aufgabe, wo man, glaube ich, fünf Pilze. Nein. Nein. Ich habe mein Schild voll gemacht. Ich Idiot. Ah, nein. Allerdings haben wir den einen Automat gefunden. Wie ihr seht, da eins, zwei. Haben wir noch welche? Och nee. Ah, das ist ein Scherz. Aber wie gesagt, die müsst ihr halt essen. Das sind halt die Pilze. Und die instabilen Dinger, die findet ihr halt da. Genau da dann landen. Und da bekommt ihr halt diese instabilen Teile, wo ihr teilweise ein bisschen fliegen könnt. Dann, was gibt es noch? Schneller laufen. Dann natürlich normales Leben. Weil mit den Lags brauche ich mich eigentlich auf keinen Fight einzulassen. Wo ist er denn? Ist ja eine Treppe oder nicht? Versteckt der Hund sich? Mann, diese Lex. Immer derselbe Fehler. Pumpgun und dann direkt schießen. Nein, ich bleibe auf der Pumpgun. Es ist immer derselbe Fehler. Ja, komm, hättest du jetzt mal deinen Namen oben eingeblendet, hättest du es geschafft ins Video. Also, wie gesagt, wenn ihr diese instabilen Teile finden wollt, einfach dahin. Dann hier am Strand. Hier findet ihr auch die Kokosnüsse hier am Strand. Die kann man auch essen. Was haben wir denn noch? Ich glaube, das war es eigentlich schon. Die Lebensäpfel, die roten, halt an Bäumen im Wald findet man die meistens. Also eigentlich auch ganz simpel. Aber wir können sie eigentlich trotzdem mal nochmal probieren. Wir landen jetzt einfach direkt nochmal da. Aber den, ja, am Automat landen ist eigentlich keine gute Idee. Ich lande direkt an der Hütte, weil ich glaube, an der Hütte ist auch öfters ein Automat. Und da müsste ich eigentlich dann die blauen dann einsammeln können. Dann direkt noch mal rein, aber wenn ich so weitermache, komme ich noch unter 1000, ey. Ich meine, ich war schon bei 2000, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na komm, bitte jetzt nicht lang warten. Ich würde es auch nicht so lange hier hängen lassen. Ach so, wenn ihr noch kein Rettet die Welt habt, ich empfehle euch, ja, ich kauft es euch. Ich habe jetzt schon über 50, 5000 V-Bucks gemacht. Und im Prinzip das Spiel gekauft für 20 Euro. Und ich glaube auch, dass sie das Spiel immer mehr zusammenbringen. Weil jetzt kommt langsam der Spind rein in, ach, in Battle Royale. In Rette die Welt. Und es ist halt einfach eine schöne Alternative, wenn ihr wirklich mal keinen Bock habt auf Fortnite an sich. Also Fortnite an sich schon.
aber ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt. Sache, täglich könnt ihr 50 V-Bucks einsammeln durch eine Tagesaufgabe. Wenn ihr das auf den Monat hochrechnet, seid ihr schon bei 1500. Jeden Tag die Tagesaufgabe machen. Save V-Bucks. So, diesmal lande ich aber direkt an der Hütte. Beziehungsweise, oh Mann, Frosch im Hals. Beziehungsweise hier, damit ich wenigstens schon mal die drei Gegenstände habe. Damit ich die Aufgabe wenigstens schon mal fertig habe. Dann muss ich die Automaten noch machen. Richtig? Ja. Und dann kommen wir auch schon zu den Prestige-Aufgaben. So, raus da. So, gucken, dass ich nicht gerade über dem Berg lande, weil sonst geht der Fall schon nämlich wieder so früh auf. Ja, so langsam habe ich das mit dem Landen auch aus. Viele werden halt auch hier landen, wegen dem Schurkenversteck. So, bei meinem Glück finde ich jetzt gar nichts. Nee, aber ihr findet das safe immer was. Aber ich will mal, dass ich eine Waffe habe. Dann bin ich auch ein bisschen am Hören, ob hier ein Automat ist. Oh nein, nein, nein. So. Wegzulaufen, ich will nur die drei Dinge einsammeln. Oh nein, da landen auch noch zwei. Ihr seht, ein Pilz. Tut mir leid. So, wir haben die Aufgabe. Muss ich nur noch. Ja. Muss ich noch einen Hit machen. Die zwei da zufällig beieinander landen. Brauche ich nämlich nur noch 20 Schaden zu machen. Dann habe ich die Aufgabe eigentlich auch schon fertig. Das Problem ist, ich habe noch kein Video dazu gemacht für euch. Weil ich denke mal, das ist am einfachsten eigentlich ein Gruppenkeil ist. Natürlich, wenn man so zwei Idis findet. So, jetzt nur ein Pilz, den werden wir ja wohl noch irgendwo finden. Also manchmal ist echt. Da will man ein Video machen und es klappt irgendwie. Nix. Dann, 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 dann. Das kann doch nicht sein. Hier waren immer welche. Ah, da unten. Da seht ihr. 1, 2, 3, 4, 5. Hat mich auch schon gewundert, ey. So, damit konnte ich es euch wenigstens doch zeigen, dass da so viele sind. Ich bin nur ein bisschen zu weit nach rechts gegangen. Mal gucken, ob er immer noch in seinem Haus schimmelt. Ich weiß nicht, ob ich mich hier verhört habe.
Ich meine, ich hätte einen Automat gehört. Er ist immer noch hier. Ich glaub's ja nicht. Jetzt läuft er weg. Stimmt, einer, der immer nur campt. So wie ich. Das bringt sich aber auch nichts für irgendwie Entfernung. Guck mal, wie viele Pilze hier sind. Ah, wo ist er hin? Ich frag mich halt echt, wo er hin ist. Ah, guck mal, ich war die Aufgabe machen und er hockt da immer noch, ey. Keine Ahnung, wo der hin ist. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Beste Taktik, um irgendwo unauffällig hinzukommen. Erstmal einen Schuss loslassen. Man kennt ihn. Bam, 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 bam. Und Sniper sind auch am Start. Bam, 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 bam. Ganz ehrlich, würde ich lieber die spielen zur Zeit als die. Ja? Tatsächlich, wüsste ich gar nicht. Na, ah, jetzt nehme ich doch lieber die. Na, fast hätte ich sie gefunden. Daran seht ihr mal, wie ich Battle Royale spiele. Wahrscheinlich wieder so. Boah, ist ja logisch. Keller. Jetzt alle auf die Top 10 am Geiern. So, Zone, Tilted, man kennt ihn. Ja, erstmal wieder verbaut, beziehungsweise falsch gelaufen. So, schauen wir mal, ob wir in die Top 10 kommen. Ich sage inzwischen, also hier am Anfang weiß ich genau, man braucht eigentlich gar nichts machen. Man kann auch landen und einfach warten, bis man in der Zone stirbt. In die Top 25 kommst du eigentlich jedem sicher. Doch, ich muss gucken, dass meine Codierung anders ist. Das liegt an meiner Codierung von den Videos, deshalb leckt das. So, und jetzt wäre am besten wäre jetzt noch, wenn an der Tankstelle ein Automat wäre. Das wäre echt perfekt. Aber warte mal, in Loot Lake ist eigentlich auch einer. Hier ist aber nichts. Also ich gehe jetzt extra mal hier den Weg lang. Hier werden natürlich schon einige hergegangen sein, nehme ich mal an. Na gut, 80 Schuss, vielleicht kann man sie noch brauchen.
Meine Hände sind am Kribbeln, ey. Jetzt, wenn man seinen Arm auf dem T-Shirt so komisch ablegt. Nirgendwo ist hier noch ein Automat. Weil einen brauche ich halt noch. Ich laufe jetzt hier einfach random über den Weg, als wäre hier überhaupt kein Spiel. Ja, nein. Wir gehen einfach hier spazieren. Wie so ein kleiner Jogger. Wir drehen einfach unsere morgendliche Runde. Dam, dam. Ich weiß gar nicht, ob in Tilted überhaupt Automaten stehen. Das ist schon die nächste Frage. Oh Gott, hört auf zu lenken. Ich mach doch nichts. Bild kann ganz normal weiter rendern. Alles gut. Also, wo nur einer sein könnte, wäre ein Shifty, aber ich denke mal, da sind schon, ja, sieht man ja, erst da gelandet. So, sind wir gleich in Top 10. Was haben wir gemacht? Die zwei, die sich zusammengetan haben, haben wir gefunden. Das ist unten ein Automat. Und das war's eigentlich. Ach, der eine ist ja abgehauen. Jo, mehr gab es eigentlich in jeder Runde nicht zu sehen. So, noch ein Loot Drop. Also kämpfen sieht anders aus. Aber ganz ehrlich, warum soll man auch kämpfen hier? Eigentlich geht es nur darum zu überleben. Oh Gott. Na toll, hier steht natürlich auch kein Automat. Hier wäre er eigentlich am Stehen. Dieser Lex, gell. Ich weiß jetzt schon, wenn ich in irgendeinen Kampf verwickelt werde, es laggt übel. So, kann ich jetzt mal unter die Top 10 kommen? Irgendeiner hat hier. Wo? Oben am Berg. Ach, da unten. Da. Durchgezogen hat er nicht. Und ja, noch einer. Guck mal, ich. Ja. Was war jetzt? Aber dann 101er Hit. Eieiei. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit der Aufgabe helfen. Ich würde mich halt echt über ein Abo freuen. In dem Sinne würde ich sagen, mit diesem schlechten Fight. Mit FPS-Drops ohne Ende haut rein. Ja, mal gucken, ob wir den Kampf noch zu Ende sehen, weil Arena fliegen wir automatisch raus. Ja, komisch, da fliegt die Kodierung nicht in die Luft. Was meine Frames betrifft. Ah, doch. Da. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht das Ende sehen. Aber ihr habt ja eben gesehen, ich krieg den dicken Hit und Gott. Ja, den hast du schön weggeworfen. Na komm, jetzt will ich doch das Ende sehen von dem Kampf. Aber werden wir. Ne, war mir klar. Also wie gesagt, in dem Sinne, haut rein.